Und da sind wir wieder bei Flanida Tape, The Power of Dairyo Chuan. Wir haben ja jetzt in Angriff genommen, den Dairyo Chuan ein für alle Mal kaputt zu machen, sind in seine Welt eingedrungen. Beim letzten Mal sind wir gestartet am Ende des Raumes mit den kreiselnden Kristallen und jetzt sind wir immer noch am Ende des Raumes mit den kreiselnden Kristallen. Wir haben mal wieder nichts geschafft. Du hast nichts geschafft. Ach ja, Hänsel, was hast du denn bitte schön geschafft? Ich habe, während du nur Mist gemacht hast, an meinem, unsere kleine Farm-Multiversum gearbeitet. Weißt du was, Hänsel, darauf wollen wir jetzt gar nicht mehr eingehen. Oh. Ihr wisst es vielleicht noch nicht, aber ihr habt schon wieder verschissen. Ja doch, ich weiß es. Weil einen diese Kristalle ja nun mal erwischen, wenn sie direkt hinter einem sind und man angegriffen wird. Wahrscheinlich greift er uns deshalb auch so gerne an. Ha, aber diesmal kriegen wir uns die Kristalle nicht so rein. Ich schaff das trotzdem nicht. Das ist für euch jetzt zu lachen, seid. Also ihr wart ja zu Beginn des Kampfes schon tot, jetzt seid ihr noch toter. Ja, wir sind schon wieder da. Ihr seid aber nicht die gleichen wie beim letzten Mal. Beweise! Ich hab eure blöden Nerven. Und außerdem, ihr seid cooler hier. Der Hänsel, der nervt doch einfach nur. In der Tat. Leider brauche ich den doch so ein bisschen. Weil, ach was soll's, das nächste Mal, wenn der Hänsel abknippelt, lasse ich den, glaube ich, so. Ach, und da, nein, da will ich doch noch nicht hin. Und ich sag nicht hier irgendwann auf jeden Fall von diesem Endangriff. Trivial. Knapp mit dem Verwirren dieses Mal. Aber bis dahin gehen wir dann wieder zurück. Also ich muss da ja irgendwie nach oben. Ach! Das hat jetzt schon mal wieder nicht geklappt. Ja, wie lange soll das denn jetzt noch so weitergehen? Also wir wissen ja, da ist noch so ein Geheimraum, was unglaublich Tolles erwartet und deshalb wollen wir da jetzt auch mal hin, oder? Wie sehe ich das? Ach, doch, nein, nein, nein! Da hat man ein, zwei oder sogar drei von diesen Steinen abgehängt, schon kommt ein neuer an. Wir weichen alle aus! Ich hab ja gesagt, ich lasse den Hänsel mal hier abgenippelt, aber ich glaube, ich mach das doch nicht. Du hast kein Rückgrat, weil du mich einfach so sehr brauchst. Diese Abhängigkeit sollte nicht von großer innerer Stärke. Hänsel, halt deine Schnauze! Lass dich nämlich beim nächsten Mal sonst wirklich so. Oder geht der zufällig gerade nach rechts? Das sah doch so aus, als würde der Stein genau hinter mir jetzt gerade nach rechts gehen. Ich habe mal wieder super aufgepasst. Und hab ich recht mit meiner Vermutung? Wir werden es jetzt sehen. Ja, er geht in der Tat nach. Und das hilft dir jetzt wie genau weiter? Und jetzt kommt da schon wieder einer von rechts angeschossen. Wie weiche ich da jetzt am besten aus?
muss ich überhaupt genau jetzt hin vor diesem blöden Geheimraum? Ja gut, geh da. Geh mir bloß aus dem Weg. Jetzt kommt da schon wieder sowas an. Ich glaube, das ist der Sinn eines Raumes mit vielen Zielsuchen und Teleportationskristalle. Sie suchen ihr Ziel und kommen daher immer auf dich zugeschossen. Danke, Captain Obvious. Wer ist denn? Ich bin vielleicht der Captain, aber du bist der König Obvious. Ja, einfach jetzt nur da. Oh, verwirrt der mich denn jetzt? Wie trivial. Dein Zuckerarsch war mal wieder zu langsam. Boah, ich hab langsam keinen Bock mehr auf diese Engel. Wir haben die lustige Option des Flüchtens zur Verfügung. Ich glaube, da sprichst du ausnahmsweise mal was Vernünftiges aus. Ja, kriegen wir das hin? Wo müssen wir jetzt eigentlich hier hin? Trivial! Auf jeden Fall nicht da, wo ich gerade war. So, ihr könnt mich mal. Wohl Ehre, die Steine können dich wirklich. Ja, ich finde diesen Geheimraum da noch. Aber das sieht jetzt so aus, als hätte ich quasi schon... Nicht nur quasi. Mann, ich will einfach nur... Was hat der da gerade noch so rumgezappelt? Boah... Lebt mir doch nicht immer hinten dran. Nein, da will ich noch nicht hin. Ja, renn direkt rein. Was soll ich denn machen? Ich kann doch hier nur zwischen Skylla und Charybdis oder Pest und Cholera wählen. Wobei du, Hänsel, du bist Skylla, Charybdis, Pest und Cholera zusammen. Das heißt, ich bin da eigentlich schon dran gewöhnt und immunisiert. Warum machen einem die Steine doch eigentlich gar nicht aus, wenn man bedenkt, wie kacke und nervig du eigentlich die ganze Zeit schon immer... Nein, ich behalte die Contenance. Wenn du unter die Contenance bewahren verstehst, wie ein Baby loszuheulen, dann hast du es perfekt geschafft. Ich finde diesen Geheimraum noch. Und mal wieder eine Episode, wo einfach nur nichts passiert. Der war doch eben da ganz oben, oder nicht? Außerdem sind deine Schlussfolgerungen sehr weit hergeholt. Die Tatsache, dass du meinst, mit deinen schlechten Augen, die sicherlich auch mit einer Laseroperation nicht mehr zu korrigieren sind, einen Stein gesehen zu haben, der sich langsamer bewegt, so kannst du nicht mit einer hundertprozentigen Gewissheit schlussfolgern, dass es auch wirklich der besagte Raum ist. Hänsel, ich kann mit einer hundertprozentigen Gewissheit schlussfolgern, dass du gleich von mir in die Fresse bekommst. Okay, wo... Ja. Wo ist denn das denn? Oh nein! Oh, du stammelst nur noch wirres Zeug vor dich hin, um
die Tatsache zu verdrängen, dass du mal wieder keine Ahnung hast, was du hier denn machst. Okay, ist das hier jetzt irgendwo? Vielleicht einer von den beiden da oben? Trivial. Ist das der linke? Ich weiß es nicht. Trivial, der war es auf jeden Fall nicht. Okay, er kriegt mich diesmal nicht. Diesmal kommt alles anders. Haha, habe ich euch alle abgehängt? Weißt du, das ist das Lustige im Krieg. Du stehst an der Front, kommst mit allen Soldaten klar, aber ein einziger kann dich dann doch noch erwischen. Und du bist einfach tot. Es ändert nichts daran. Deine Familie kriegt die traurige Nachricht, oder? Auch die schöne Nachricht übermittelt, wenn du ein totales Arschloch warst, dass du leider verschieden bist. Ich kämpfe jetzt nicht mehr gegen die. Boah, nee, und ich hätte gerade voll noch die Seiten gewechselt, aber mich dann doch noch gekriegt. Oh, geh doch weg! Wo finden wir endlich hier mal unser Ziel? Er findet auf Brown! Hey, weglaufen geht nicht! Der ist das, oder? Was zum Teufel ist das jetzt hier? Trivial! Wir haben den Geheimraum gefunden! Und anscheinend sind da jetzt erstmal vier Fredericks. Irgendwas sagt mir, mit denen stimmt was nicht und ich sollte mich doch von denen fernhalten? Trivial! Das sind Teleportationssteine in Verkleidung. Und wenn man ihren feurigen, energischen Blick anguckt, sieht es so aus, als würden wir weiter zurück teleportiert, als es ein regulärer Teleportationsstein tun würde. Das heißt, wir sollten die wohl partout meinen. Trivial, wir würden sicherlich ganz am Anfang dieses Dungeons wieder landen. Und was war mit den anderen vier, die einfach hier entschwebt sind? Irgendwie sagt mir mein Gefühl, im schweren Modus wären die nicht so einfach entschwebt und würden mir hier noch mehr auf die Nüsse gehen. Bei dem, was auch immer ich hier zu tun habe. Trivial! Sag uns mal, was machen ihr da, Sörner? Boah, ich kann mich echt nicht entscheiden, wem ich zuerst das Gesicht zerkratzen soll. Auf jeden Fall, wir haben es endlich in den Geheimraum geschafft. Hier soll uns der Daireo Chuan zu einer präfinalen Konversation einladen. Das letzte Gespräch vor dem ultimativen Endkampf. Was hat der Daireo Chuan uns hier mitzuteilen? Was gibt es hier für uns zu tun? Wir werden es beim nächsten Mal erfahren. Ich habe ein verdammt ungutes Gefühl, quasi wie bei allem hier in diesem Dungeon. Aber was ist das eigentlich für eine komische Musik hier? Der Daireo Chuan hat doch echt einen kompletten Vollschuss. Auf jeden Fall, das passt zu ihm, wie auch immer. Beim nächsten Mal lüften wir das Geheimnis dieses Raumes. Bla 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 da. Kommt viel heiße Luft aus deinem Mund raus, aber lass doch mal Taten folgen.